Herzlich willkommen, der Geschäftsführer der Flix Mobility GmbH. Herzlich willkommen aus Berlin, Arndt Schwierholz. Herzlichen Dank. Vielen Dank für die guten Ergebnisse, die wir hier gesehen haben. Freut mich sehr, der Bekanntheitsgrad. Freut mich sehr, dass Sie unsere Farbe richtig zuordnen können. Wir haben so ein bisschen das Thema mit dem Orange. Wir sind uns nicht ganz sicher. Der die Flixbus-App benutzt, weiß, dass wir grün sind, Unigrün auf der Flixbus-App und auf dem Bus noch orange, da arbeiten wir dran. Für die 33, 34, ich habe es vergessen, die noch nie im Flixbus waren, würde ich Ihnen gerne kurz einmal eine Minute lang zeigen, wofür Flixbus steht. Die Brand Flixbus steht eigentlich für ein paar Sachen. Flixbus steht für Smart, Green, Travel for Everyone to Travel the World. Das ist das, wofür wir stehen. Bevor wir da hinkommen, wie wir die Brand entwickelt haben, vielleicht gerne mal ein paar kurze Fakten zu Flixbus, wer wir heute sind. Herr Riedel war so nett, uns schon entsprechend anzupreisen. Wir sind einmal quer durch Europa durch in 30 Ländern, sind in den USA, sind jetzt ab 1. Oktober auch in der Türkei. Bedienen 2000 Destinations across the globe, sind, obwohl wir erst 5-6 Jahre alt sind, die klare Nummer 1 in Europa, hatten letztes Jahr knapp 50 Millionen Passagiere, die mit uns gefahren sind. Dieses Jahr werden es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr werden, wir gehen da eher von 70 Millionen aus. Wir sind, das wäre vielleicht nochmal die spannende Abfrage gewesen, nicht nur Flixbus, sondern auch Flixtrain, sind also seit einem Jahr auch im Zuggeschäft unterwegs, das, was man heute Intermodal nennt. Und haben vom Financial Profil her eigentlich ein ganz spannendes Profil, sind Cashflow Break-Even, sind in verschiedenen Ländern, wenn wir das DACH nehmen, seit 2016 profitabel, also haben ein ganz spannendes Portfolio von der Profitabilitätsseite her. Was macht Flix und was macht Flix nicht? Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zur Abgrenzung. Sie sehen auf der oben links auf der Seite, dieses Thema Urban Mobility ist ein Thema, was riesig durch die Investorenlandschaft geht. Da ist Uber und Didi und Lyft sicherlich die Vorreiter. Es geht darum, die Last Mile irgendwo zu besetzen. Es geht darum, wer hat den Street Scooter, wer hat ein umfassendes Angebot. So geht auch Uber an den Markt raus und sagt, also wir müssen den Kunden bedienen, ob er jetzt 10 Kilometer fährt oder 100 Meter oder irgendwo dazwischen. Wir brauchen dieses umfassende Angebot. Das, was viele nicht machen und das, was Flixbus macht, ist, was passiert eigentlich, wenn wir die 50-Kilometer-Grenze überschreiten? Wo wir also von Inner-City-Mobility auf Long-Distance-Mobility gehen. Da müsste der Kunde, der vorgewohnt ist, mit einem App-basierten Produkt unterwegs zu sein, auf einmal umsteigen in eine sehr eher klassische Welt. Das ist das Konkurrenzumfeld, was es im Long-Distance- oder Mid-to-Long-Distance-Market gibt. Da sehen Sie die bekannten Marken hier im deutschen Raum, sicherlich Deutsche Bahn, Lufthansa, die alle sicherlich mit dem digitalen Angebot mehr oder weniger gut unterwegs sind. Aber dieses Native Digital Product, was Sie eigentlich aus dem Inner Urban gewohnt sind, per App mit zwei Klicks irgendwo unterwegs zu sein, gibt es in dem Umfeld nicht. Und das ist genau der Markt, wo sich Flixbus etabliert hat. Wir sehen da sehr, sehr wenig Konkurrenz, sehr, sehr wenig Konkurrenz von der digitalen Seite. Es ist eher die Konkurrenz von der klassischen Unternehmensseite, die digital als ein Anschlussprodukt haben. Und auch nochmal zur Erinnerung, was ist eigentlich das Disruptive an Flixbus? Busfahren gab es ja immer schon. Es ist, glaube ich, die Art und Weise, wie wir unseren Fokus darauf setzen, den Kunden zu bedienen. Das heißt, wir haben wirklich in der Wertschöpfungskette uns angeschaut, was ist das, was den Kunden zu einer Entscheidung bewegt, zu einem Kauf eines Tickets bewegt. Haben gesehen, dass die Busfahrt selbst ein wichtiger Bestandteil ist. Aber da gibt es Leute, die machen das wunderbar. Die haben auch Busfahrer, die haben auch Busse, die können das bedienen, die haben Maintenance etc. Für uns ist es wichtiger, diesen Customer-Facing-Teil abzudecken. Also zu sagen, wann möchte der Kunde eigentlich von A nach B fahren oder von B nach C.
Und dann zu sagen, wie schrauben wir ein Produktionsmodell dahinter? Also wir kommen nicht von dem klassischen Ansatz zu sagen, wir haben 100 Busse und jetzt gucken wir mal, wie wir die irgendwie von rechts nach links fahren lassen, sondern wir kommen von dem Ansatz her zu sagen, wir finden immer einen Buspartner, der mit uns fahren möchte. Da gibt es tausende von Bussen in Deutschland oder auch in ganz Europa. Und uns ist viel wichtiger zu erkennen, was sind so die Verkehrsströme und wie können wir die Verkehrsströme am besten bedienen. Das heißt, wir gucken uns die ganze Customer-Facing-Seite an, wir gucken uns an, wie bekommt man den Kunden, aber auch mit was für einem Netz, mit einer Netzstruktur, mit was für einem Pricing, was ist die Brand, ganz wichtig für uns. Also haben die Produktfeatures, die eigentlich dann nachher aus unserer Sicht die Kaufentscheidung bedienen und überlassen den Operations-Teil, wir fahren mit 300 Buspartnern in Europa zurzeit, Tendenz steigend, die dieses Geschäft schon sehr lange machen und auch sehr, sehr gut beherrschen. Und ich glaube, wichtig für uns aus Kundensicht ist, ja, man geht in den Flixbus. Ob da jetzt Partner A fährt, Partner B fährt, Partner C fährt, ist eigentlich ein Stückchen zweitrangig. Es ist dieses Markenversprechen Flixbus natürlich auch mit der Auflage für uns, das Produkt auch so zu gestalten, auch wenn wir nicht die Assets wirklich im Hintergrund bedienen. So kennen wir Flixbus heute und ja, vielen Dank für die schmeichelhaften Umfragewerte. Als wir gestartet sind, sah das noch ganz anders aus. 2013, Herr Riedel hat es erwähnt, nur mal zur Einordnung, wir waren die auf der rechten Seite, nicht der auf der linken Seite. Gab es wahnsinnig viele Unternehmen, die gesagt haben, da ist eine Liberalisierung im Busmarkt. Liberalisierung heißt immer, da ist die Chance, disruptiv unterwegs zu werden. Und es haben sich alle auf diesen neuen Busmarkt in Deutschland gestürzt. Angefangen von der Bahn, Post ist ihm bekannt, ADAC ist ihm bekannt. Aber auch über die Grenzen hinaus, in Österreich war es von der ÖBB der Helleux-Bus, in Frankreich war es der Ouibus und alle haben gesagt, das ist der Markt, der kommt jetzt, den werden wir bedienen, entweder als Abrundung unseres Produktes oder als neues Produkt. Und nach 4-5 Jahren waren alle wieder aus dem Markt draußen, haben also nicht geschafft, ihr Wertversprechen an den Kunden weiterzugeben und das ist nicht nur ein deutsches Phänomen. Die Bahn fährt noch mit, sie nennen das IC-Busse, aber sehr, sehr selektiv. In Frankreich gab es einen Eigentümerwechsel, in Italien, in Österreich. Also alle die eigentlich mit großen Hoffnungen gestartet sind. Und wenn wir vor einen Unternehmensberater gefragt hätten, wer hat eigentlich die besten Chancen, sich in dem Markt zu etablieren, da wäre man, glaube ich, nicht auf Flixbus gekommen. Da wäre man wahrscheinlich auf die Großen gekommen, die verstehen, wie so ein Busgeschäft funktioniert. Es geht noch einen Schritt weiter, wenn wir mal schauen, das sind jetzt so Google-Umfrage oder Google-Suchwerte. Der Brand Flixbus hat die Suchanfrage, ich möchte Bus fahren, abgelöst. Das ist die kleine, die ist die graue Linie. Das heißt, Sie sehen am Anfang, haben Leute noch nach Busfahren und Flixbus gesucht, also beides gleich. Und ab 2016 war eigentlich klar, wenn du Bus fahren möchtest in Deutschland, dann fährst du Flixbus. Das heißt, bei Google gibt man gar nicht mehr ein, ich suche eine Busverbindung, sondern bei Google gibt man ein, ich suche Flixbus. Und damit sind dementsprechend die Nachfragewerte nach Busfahren extrem runtergegangen und Flixbus hat sich entsprechend entwickelt. Das ist fast so viel, wenn man mal so eine Analogie ziehen möchte, wie Taschentuch und Tempo. Wie oft benutzen wir Tempo, wenn wir an Taschentücher denken? Und damit hat Flixbus es eigentlich geschafft, sich als Synonym festzusetzen für das Busfahren. Und nicht nur in dem Markt Busfahren sind wir gut aufgehoben, sondern ich glaube auch, wenn man mal anschaut, wonach suchen Leute bei Google, dann ist es, wenn man Reiseunternehmen nimmt, die orange Linie, die kennen Sie alle, ist Lufthansa. Und wir sind inzwischen so weit in Deutschland, dass wir weltweit so weit, dass wir weltweit so oft gesucht werden wie Lufthansa, wenn es um Google-Suchen geht. Die spannende Frage, was ich mit Ihnen diskutieren möchte, ist, wie sind wir eigentlich dahin gekommen zu so einer Brand-Marktstellung? Ich habe Ihnen mal hier mitgebracht die übliche Journey, wie wir an das Thema Kunden rangehen. Das fängt links oben an. Und wir haben dann, das ist eine Übersicht, da gehen wir vielleicht noch mal auf ein paar Themen noch mal verstärkt ein. Es fängt natürlich damit an, wie Sie es auch machen, Ihre Kunden zu verstehen. Wer sind die Kunden, wie kann man die segmentieren? Darauf basierend die effiziente Ansprache. Nicht jeder Kunde will gleich angesprochen werden. Das heißt, wie kann man da verschiedene Möglichkeiten schaffen? Wenn der Kunde einmal da ist, wie kann man den Kunden fangen, halten? Da geht es viel um App, da geht es viel um Marketing-Tools, um den Kunden entsprechend bei sich zu halten und nicht wieder in dieses Web zu entlassen. Und dann geht es natürlich darum, das kann ich auch sagen, ich bin nicht nur Geschäftsführer von Flixbus, sondern auch CFO, es geht um das Messen, es geht darum zu schauen,
wie viel haben wir für den Kunden bezahlt, wie oft kommt der Kunde wieder, da geht es um Customer Lifetime Value, Acquisition Cost etc. Und dann unten links die Feinjustierung mit anderen Themen, haben wir den richtigen Preis, haben wir das richtige Produkt, um dann den logischen Schluss zu ziehen. Wenn wir bei Flixbus über Kunden sprechen, dann haben wir von der Kundenstruktur her nicht ganz unerwartet, wenn man demografisch schaut, eher die jüngeren Kunden bei uns, also mehr als 50% unserer Kunden sind um die 30, ein bisschen jünger. Auch nicht ganz überraschend, wir haben mehr weibliche Fahrgäste als männliche Fahrgäste. Hat wahrscheinlich immer noch mit der Besitzerstruktur eines Autos zu tun, dass die Frauen uns so oft im Leben schon einen Schritt voraus sind und sagen, ich brauche eigentlich dieses Auto gar nicht, sondern ich nehme andere Möglichkeiten wahr. Und ja, es ist sonst demografisch, glaube ich, noch recht gemischt. Ich glaube, Demografie ist eine Achse, die wir uns anschauen, aber noch viel wichtiger ist Kundensegmente, das werden sie genauso machen. Also was sucht der Kunde für eine Lösung? Ist er, und wir haben es jetzt in vier Bereiche unterteilt, den üblichen oder den smart urbanen Kunden, der einfach gerne reist. Den kriegen wir über Flexibilität des Angebotes, über ein breites Netz, natürlich auch über den Preis. Die Personen, die gerne langfristig reisen, viel Familien, die schon im Voraus versuchen zu planen, da geht es um Statistiken, Safety-Garantien etc. Habitals, also wahrscheinlich eher unsere Generation, die sagt, ich weiß eigentlich, wo ich hin möchte, aber ich möchte mal gucken, ob ich da irgendwie heute mal anders hinkommen kann. Klassisches Beispiel, bei uns jemand im Beirat bei Flixbus, hat sein Ferienhaus in Garmisch, fliegt nach München und fährt dann mit dem Flixbus nach Garmisch. Also die schauen, wie sie das irgendwie kombinieren können mit ihren anderen Reiseaktivitäten. Und dann auch den klassischen Budgetier, der rein über Preis geht, der digital ist, der sich über alle Suchmaschinen durchwühlt, um dann den besten Preis zu finden. Wie bespielen wir diese Kunden? Jeder Kunde, haben Sie gesehen, hat irgendwo ein anderes Ansprachefenster, eine andere Sensibilität. Und hier kommt das Thema, worauf Marketing bei Flixbus basiert, es ist Technologie. Es ist also ganz viel, die individuelle Ansprache zu gewährleisten. Wir haben, da sind wir sehr stolz drauf, 100 Millionen Keywords, die wir bei Google einsetzen. 100 Millionen, das ist schon vollkommen klar, das macht kein Mensch mehr, da sitzen keine Leute, die sagen, jetzt versuche ich mal das Keyword oder ein anderes Keyword, sondern wir haben ein System entwickelt, wie das meiste bei Flixbus eigenentwickelt ist, was diese 100 Millionen Keywords je nach Situation bespielt. Also was zeige ich gleich nochmal, was ist eigentlich die effizienteste Kundenansprache, zu welchem Zeitpunkt. Haben das über die verschiedensten Kanäle, ob mobile, ob web, sonst irgendwie, 7 Tage die Woche, je nach Busfüllstand variieren wir, wollen wir den Bus jetzt wirklich voll machen oder ist der Bus schon voll und jetzt geht es nur darum, ein hochpreisiges Segment zu bekommen. Und so setzen wir dann, wir kommen auf eine Zahl, die ist astronomisch, 1,2 Trillionen an Kombinierungsmöglichkeiten, die eine Maschine für uns einsetzt, um bei Google die möglichst beste Kundenansprache zu haben. Wie das läuft, so von der Customer Journey, wir fangen ganz links an, wenn wir jetzt irgendwo hingehen, wo Flix noch nicht diesen Markenbekanntheitsgrad hat und gehen, bei uns ist also das Geschäft ist zu 90-95% online und nur zum geringen Bruchteil über Agenturen, die Tickets verkaufen. Also im ersten Schritt, wenn Flixbus irgendwo neu ist, versuchen wir dieses Thema Busfahren erstmal irgendwo in Erinnerung zu bringen. Da sind wir irgendwo auf dem Paid-Channel, das heißt, wir zahlen dafür. Der Kunde gibt nicht Flixbus ein, sondern der Kunde äußert sich vielleicht, wie ist denn das Wetter in Hamburg? Und dann sagen wir, ach ja, vielleicht suchst du auch eine Reise, die nach Hamburg geht. Und versuchen das, also da zahlen wir für unsere Verhältnisse viel Geld für, um den Kunden erstmal auf dieses Busprodukt aufmerksam zu machen. Wenn der Kunde schon ein bisschen weiter ist und zum Beispiel Flix in den Browser eingibt, versuchen wir das ist mit einem mittleren Szenario, einem Earn-Szenario, versuchen wir entsprechend das Produkt zu bewerben. Warum ist der Flixbus eigentlich gut im Vergleich zu anderen Verkehrsunternehmen, im Vergleich zu anderen Bussen? Und da, wo wir alle Kunden hinbekommen wollen, ist bei Ihnen ganz auf der linken Seite, ist das Thema Owned in den eigenen Kanälen zu haben. Was bedeutet das für uns? Klassischerweise sieht es so aus, das Grüne sind die Kanäle, die Owned-Kanäle oder die Earned-Kanäle, also da, wo wir jetzt von der Marketing-Effizienz wenig für zahlen müssen. Der Kunde kennt Flixbus bereits schon, hat Flixbus entweder aktiv eingegeben oder hat unsere App runtergeladen.
Und wir versuchen, diesen Orangenteil ein bisschen weiter ausdünnen zu lassen, wo wir viel Geld für zahlen. Und die gestrichelte Linie, wenn Sie die sehen können, das ist Cost per Order. Also wir sagen, am Anfang macht es Sinn, etwas mehr für den Kunden auszugeben. Dann ist es aber auch unser Challenge, den Kunden, wenn wir ihn einmal irgendwo bei uns auf der Seite haben, ihn entsprechend in einen Earned oder Owned Kunden zu überführen. Also er soll beim nächsten Mal nicht mehr eingeben, interessiere mich für Fahrten von Hamburg nach Berlin, sondern soll eingeben, Flixbus, oder soll am besten direkt auf unsere eigene Webseite gehen. Wie gut gelingt uns das, ist sicherlich immer auch eine Frage, wie gut die App dann ist. Das ist das, wo wir den Kunden eigentlich haben wollen. Es ist immer ein großes Investment in der App. Ich glaube, das Investment, die Erfahrung bei uns ist, es lohnt sich wahnsinnig. Die Features kennen Sie. Sie wissen selbst, welche Apps Sie gerne benutzen. Da geht es darum, dass die, wir nennen es easy und intuitive. Also Sie müssen wirklich mit wenigen Klicks Sie ans Ziel bringen können. Convenient sein. Also die Diskussion, kann ich Google Pay benutzen oder Apple Pay benutzen, die man hin und wieder irgendwo offline hat, die wollen wir gar nicht mit unserem Kunden haben, sondern der Kunde soll möglichst einfach auch wirklich bezahlen können und soll Features haben, die ihm das Suchen einfacher machen, die Flixbus-App zu einer Travel Companion machen und mehr als einer Transaktionsplattform. Wie gut gelingt uns das? Das sind die orangen Balken, also eigentlich schon, man sieht, diese Entwicklung, verschiedene Märkte, oben, wir nennen es Established Market, DACH gehört dazu, wo wir schon ein bisschen weiter sind. Sehen Sie eigentlich, wie sehr wir in diesen App-Bereich reinkommen. 40% unserer Buchungen kommen über App rein, 8% sind stationäre Buchungen, das ist oben, und 48% kommen über den Kanal Web insgesamt rein. Das ist schon ein toller Erfolg und ja, wir würden die Linie gerne sofort ziehen, dass wir noch mehr Buchungen über die App generieren können. Wenn wir auf dieser Customer Journey sind, die wir gerade eben auf der Seite gesehen haben, jetzt haben wir den Kunden einmal in der App. Wie halten wir ihn in der App? Was müssen wir machen? Das ist unser nächstes Investitionsfeld. Also alles das, was dem Kunden die Wiederkehr einfach macht. Und ich pick einfach nur mal ein Beispiel, das ist Integration in Google Maps. Sie haben das heute, wenn Sie eingeben, Routenplaner, haben Sie die verschiedenen Möglichkeiten, wie können Sie eigentlich fahren. Worauf wir besonders stolz sind, ja, es gibt die Möglichkeit, auch Bus zu fahren, es gibt den Zug, das ist auch so, es gibt auch das eigene Auto, aber das ist einfach für uns ein Kanal, das ist convenient, die Leute suchen etwas, wollen wissen, wie weit ist das eigentlich entfernt, und wir geben direkt die Möglichkeit, du kannst auf den Bus klicken, kommst zu uns auf die Seite und kannst direkt im Deep Link dann entsprechend buchen. Ist für uns ein wahnsinnig wichtiges Tool in der Kundenansprache. Das andere auch nur kurz erwähnt, die persönliche Ansprache. Wenn Sie die Kundenkategorisierung im Kopf haben, nicht jeden Kunden gleich ansprechen, auch nicht auch entsprechend der Suchanfrage. Also die Personalisierung, wenn Sie das letzte Mal nach Reisen nach Hamburg geschaut haben, geben wir Ihnen beim nächsten Mal, wenn Sie auf unsere Seite kommen, geben wir Ihnen den Hintergrund mit Hamburg als mit dem Stadtbild von Hamburg. Also zu schauen, wie läuft diese Personalisierung. Und das ist natürlich alles technologiegetrieben. Wir sind jetzt auf dem unteren Teil der Seite, die wir vorhin gesehen haben. Wie messen wir das? Und vielleicht auch hier noch ein paar Schlagwörter. Customer Acquisition Cost. Wie teuer ist es, einen Kunden bis zur Buchung zu bekommen? Wie viele Neukunden generieren wir damit mit dem Marketingbudget? Das sind immer wieder Abstimmungsdiskussionen, die wir bei Flixbus haben. Und wie Sie es gesehen haben, je nach Reifegrad des Marktes ein bisschen unterschiedlich. Und dann geht es um Customer Lifetime Value, ein Schlagwort, was glaube ich jetzt viel durch die Presse geht, was gar nicht so einfach zu messen ist. Also wie oft kommt der Kunde wieder? Kommt er über verschiedene Kanäle wieder? Wie kriegen Sie es gemessen, dass der Kunde wiederkommt? Aber ich glaube, es ist nicht nur aus meiner Sicht als Finanzer, sondern ich glaube insgesamt für die Marketing-Effizienz wahnsinnig wichtig zu sehen, ist im Endeffekt die Formel, die Sie haben, Customer Lifetime Value nach 12 Monaten, wie viele Fahrten hat er gebucht, versus Customer Acquisition Cost, wie viel geben Sie aus, um den Kunden zu akquirieren, wie sieht diese Formel aus, und da gibt es sicherlich andere, unterschiedliche Ansätze. Wenn wir ein Uber oder Lyft nehmen, die geben, glaube ich, sehr, sehr viel Geld für ihre Kunden aus, oder wenn Sie Essen zu Hause bestellen über Delivery Hero oder andere, gibt es immer ein riesen Investment in den Kunden, was sich dann nach verschiedenen oder nach einer gewissen Anzahl von Buchungen trägt. Wir bei Flixbus sind über die Marketing-Effizienz eigentlich sehr froh, dass wir eigentlich schon mit der ersten Fahrt, die der Kunde macht, eine gewisse Profitabilität erreichen können.
Das messen wir dann in allen verschiedenen Dimensionen. Das würden Sie von uns als digitales Unternehmen auch erwarten, dass wir das rauf und runter triangulieren. Ich glaube, wichtig, dieser Messteil und dann, was macht man damit? Die Einbindung in die anderen Stellgrößen, die ein Kundenverhalten beeinflussen. Ich glaube, nochmal ganz wichtig zu betonen, es geht hier um Technologie. Die einzelnen Zähne müssen aneinander greifen. Das heißt, wenn wir also sehen, wie ist unser Ratio, Customer Acquisition Cost, Customer Lifetime Value, fangen wir an, dann zu optimieren und sagen, was müssten wir denn eigentlich anders machen, wo können wir noch höhere Kundenloyalität erreichen. Da schauen wir uns an, wie ist unser Netz aufgebaut, also der Kunde, der immer von Hamburg nach Berlin fährt, geben wir ihm das richtige Angebot, müssten wir dann mehr Angebot, müssen wir andere Abfahrtszeiten reinsetzen. Die Informationen fließen automatisch ineinander. Das Thema Pricing, haben wir da einen richtigen Preispunkt gefunden? Das kann nach oben oder das kann nach unten gehen. Sie wollen weder das Ticket zu günstig verscherbeln, noch wollen Sie die, vielleicht noch ein Terminus, Conversion Rate. Sie wollen auch, dass der Kunde, der sich die Fahrt anschaut, dann das Incentive hat, auch die Fahrt wirklich zu buchen. Das heißt, da ist die Stellgröße Größe Preis richtig. Und das geht ja auch in Travel Experience, also das Thema Net Promoter Score, was Sie sicherlich auch alle kennen. Wie zufrieden war der Kunde mit seiner Fahrt? Würde er wiederkommen? Und das ist dann unser Ansatzpunkt, um zu sagen, okay, ist dieser Customer Lifetime Value, wo stehen wir da gerade? Und das ist alles eine Technologie, die einander greift. Ich glaube, händisch unterwegs sein bei jetzt 50 Millionen Passagieren, Tendenz stark steigend, bei 100 Millionen Keywords, die wir haben, das geht irgendwann gar nicht mehr. Und das ist, glaube ich, das, was Flixbus heute stark macht, die Verbindung aus einer starken Marke, aus einer starken Brand und einer Technologie dahinter, die nicht nur auf die Customer Acquisition, auf die Marketingseite verzahnt ist, sondern in der ganzen Value Chain, die wir anbieten, miteinander verzahnt ist. Die sprechen miteinander, die Systeme, und können so dafür sorgen, dass wir dem Kunden auch wirklich das beste Angebot bringen können. Wie geht es bei uns weiter? Ich habe Ihnen mal ein paar Zahlen und Fähnchen mitgebracht. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich so die Milliarde im Umsatz knacken. Wir sind gestartet 2013 hier in Deutschland, Österreich und Schweiz und haben dann relativ schnell gemerkt, dieses Modell lässt sich weiter ausrollen. Wir haben das ein bisschen iterativ gemacht. Am Anfang hatten wir noch nicht so das große Selbstbewusstsein, haben also die Fahrt mal nach Frankreich reingemacht, haben gesagt, toll. Da gibt es ja auch einen Franzosen, der fährt dann von Paris zurück. Und dann haben wir überlegt, ja, dann könnten wir ja eigentlich das Angebot in Frankreich ausrollen. Und haben das 2015 gemacht. Frankreich, Italien sind jetzt unsere nächstgrößeren Märkte. Benelux, Skandinavien etc. USA. Und ja, das ist ein, wenn Sie sich erinnern, wofür steht Flix? Smart, green, traveling for everyone, everywhere. Wir haben da noch ein bisschen was zu tun. Diese Situation David gegen Goliath, ich hatte eine Flixtrain gerade eben erwähnt. Ich glaube, man darf sich, Größe allein ist nicht für das Kundenverhalten entscheidend. Es ist die Frage, haben Sie das richtige Angebot, die richtige Kundenansprache? Also genauso wie wir 2013 gestartet sind gegen die Riesen dieser Welt, gegen Deutsche Bahn, gegen Post, gegen ADAC, haben wir jetzt genau das Thema Deutsche Bahn aufgenommen, weil wir auch sagen, das Produkt, was wir anbieten, den Preispunkt, den wir anbieten, da ist Platz auf der Schiene, vielleicht nicht physisch Platz auf der Schiene, aber es ist Platz im Kundenverständnis, dass ein Flixtrain erfolgreich sein kann. Es war wieder die gleiche Diskussion wie 2013, wie kann das gehen gegen die übermächtige Deutsche Bahn, und die hat doch 150 Millionen Passagiere, wie wollt ihr dagegen kommen? Ich glaube, die Lesson learned, die wir aus 2013 haben und die wir jetzt seit anderthalb Jahren auf der Schiene sehen, es gibt den Platz für Flixtrain mit den gleichen Kundenversprechen, wie wir sie bei Flixbus haben. Da ist Platz, und als letztes, ja, wir haben auch die USA in Angriff genommen, und da ist auch die gleiche David gegen Goliath-Situation, dass wir gegen einen Greyhound antreten, gegen einen Megabus antreten. Das sind so weltweit die größten Busunternehmen, bei denen wir auch sagen, wir werden das auch schaffen mit Marketing und Technologie und unserem Ansatz, auch die USA und den Rest der Welt zu erobern. Das ist eigentlich das, was ich Ihnen heute mitgebracht habe. Ich glaube, zusammenfassend, was macht Flixbus so besonders? Ja, es ist sicherlich von der Produktseite her diese Fokussierung auf den Kunden. Immer zu überlegen, was ist eigentlich wirklich wichtig für den Kunden und was ist unwichtig.
was kann man da in der Value Chain, was sind die Teile, die sie wirklich haben, die sie haben müssen und was sind Teile, die eher Commodity sind. Das Thema Marketing, das Thema Brand, das im Kundenkopf zu verankern, die Technologie dahinter. Irgendwann kommen sie aus dem Status raus, dass sie alles händisch machen können. Und ich glaube zum Schluss dann das Selbstbewusstsein, auch in David- und Goliath-Situationen zu sagen, wir schaffen das, wir können mit unserem Modell auch gegen ganz, ganz große antreten. Der Kunde entscheidet immer weniger nach Größe, sondern fragt sich immer mehr, ist das das richtige Angebot für mich? Und das können wir erreichen mit den Produktvorteilen, die wir bei Flixbus haben. Damit wäre ich am Ende. Aber gerne, wenn Sie Fragen haben, Kommentare haben, mal den Flixtrain ausprobieren wollen, wo der fährt, dann gerne. Ja. Ganz, ganz wichtiger Punkt für uns. Wir haben einen kleinen Markttest gemacht, bevor wir größer in den USA eingestiegen sind. Wir sind an die Westküste gegangen und haben bewusst unser Produkt anders positioniert als ein Greyhound. Weil ich bin vollkommen bei Ihnen, das Image von Busfahren, was geprägt ist durch Greyhound, ist nicht wahnsinnig gut. Und haben dann gesagt, wir wollen Kunden akquirieren, die eigentlich eher dem Demografieprofil des europäischen Kunden entsprechen. Wie machen wir das? Sind bewusst in der Kundenakquisition nicht auf Greyhound-Kunden gegangen. Das ist immer das Billigste. Wie kriegen Sie Kunden akquiriert? Indem Sie halt in Google auf Leute bieten, die schon mal Greyhound und Busfahren eingegeben haben. Haben gesagt, das ist nicht unsere Kundenklientel, sondern wir gehen auf ein neues Klientel, haben unser Netz entsprechend ausgerichtet, also nicht ganz überraschend, unsere beste Fahrt ist von der UCLA am Freitagnachmittag LA nach Las Vegas. Das ist so offensichtlich, man muss dann nicht in LA zu einem schmuddeligen Terminal gehen, wo der Greyhound losfährt, sondern man fällt aus der Uni raus, wird in Las Vegas am Freitagabend abgeliefert und kommt am Sonntagabend auf dem gleichen Weg wieder zurück. Also haben wir es bewusst versucht, von dem Profil etwas zu entfernen. Und dieses Image, was wir hier haben, dieses positive Image auch entsprechend rüberzutragen. Gibt es ein paar Tricks, aber ich bin vollkommen bei Ihnen. Mit dem Greyhound-Image geht das nicht. Kapitalmarkt? Ja. Überlegungen? Ja, also wir haben uns das mal überlegt, was gibt es da für die richtigen Kanäle. Herr Riedel hat es gerade eben erwähnt, dass wir durch eine private Finanzierungsrunde gegangen sind. Wir hatten Ende des letzten Jahres so die Überlegung, ist der Kapitalmarkt das Richtige für uns oder ist es eher nochmal eine Privatrunde zu machen. Wir waren damals finanziert von General Atlantic, von Silver Lake, von Holzbrink und noch ein paar anderen und haben dann überlegt, wo stehen wir eigentlich mit unserem USA-Rollout, wo stehen wir mit unserem Zug-Rollout, ist das, in welchem Umfeld können wir da am besten agieren? Und haben dann eigentlich gesagt, eigentlich macht es mehr Sinn für uns im privaten Umfeld, uns nochmal ein bisschen zu bewegen. Haben in der letzten Finanzierungsrunde dann Permira und TCV als Westküsteninvestor mit aufgenommen. Haben aber auch in die Crossovers mit aufgenommen, also ein BlackRock, ein Baillie Gifford, die sicherlich mit der Erwartung auch investieren, das nicht nur als Privatinvestment zu halten, sondern auch irgendwann mal ein Public Exposure zu haben. Wenn keine Fragen mehr, und wir haben noch Fragen, bitte. Jetzt verrate ich ein Geheimnis, wir sind gar nicht grün gestartet. Wir sind ja aus einer Fusion dann entstanden zwischen Flixbus und Mein Fernbus. Mein Fernbus waren die schon mal grün waren, Flixbus ist blau gestartet. Das Thema Green and Smart Mobility haben wir schon von Anfang an irgendwo mit auf dem Radar gehabt. Es gibt Studien, die auch vom Bundesumweltministerium, die zeigen, was ist eigentlich die CO2-neutralste Form zu reisen. Es ist überraschenderweise der Bus, weil natürlich auch der Zug auf dem Strommix fährt. Und je nachdem, wie der Strommix ist, und der ist in Deutschland halt auch noch ein bisschen Kohle getrieben, ist es vom CO2-Footprint am besten, den Bus zu nehmen. Ja, also wir sind schon immer ein bisschen grün gewesen und werden das auch weiter ausbauen.
Herzlichen Dank. Thank you.